Patrick? Ja. Du, wo waren wir da heute eigentlich? Wir haben heute einen spannenden Menschen besucht, nämlich einen Ashoka Fellow. Ashoka Fellow? Ja, Ashoka Fellow mit dem Namen Johannes Lindner, der in einer sehr spannenden Institution namens Youth Start arbeitet, oder das ist zumindest das Projekt von ihm. Die Organisation heißt IFTE. Wenn man geht auf entrepreneur.at, dann findet man die ganzen Projekte, die er macht. Und das war echt ein cooler Termin, weil die wirklich international oder zumindest europaweit total eingebunden sind. Ah, was machen Also, die da genau? naja, die gehen in Schulen und wollen das Entrepreneurial Thinking, also das unternehmerische Denken, einfach in die Schulen bringen. Und schon in der Volksschule, Unterstufe, Oberstufe, alle Schultypen machen sie Workshops und bringen Leute, die unternehmerisch tätig sind, in die Schulen hinein und bringen einfach dieses Denken ins Schulsystem, was ich persönlich super finde, weil ja die Schulen eh so verkrustet sind. Was hat das mit Pattern for Change zu tun? Naja, wir sind natürlich Social Entrepreneurs und wir haben eigentlich mehrere Anknüpfpunkte. Erstens haben sie eine Crowdfunding-Plattform, weil wir haben ja auch überlegt, ein eigenes Crowdfunding für uns jetzt zu machen. Und sie haben uns angeboten, dass wir kostenlos diese Crowdfunding-Plattform benutzen können, was einmal ein super Angebot ist. Und zweitens können wir auch einen Workshop mit Schülern machen, wo wir einerseits über Pattern for Change reden, wo wir die Schüler ein bisschen einspannen können, dass sie auch an unseren Problemen arbeiten, wo wir selber was lernen können über Entrepreneurial Thinking und wo wir den Schülern auch eben unternehmerisches Handeln beibringen können. Das waren die zwei Chancen, die er mal uns gegeben hat. War noch was dabei? Ich glaube, einfach Kontakte, Netzwerke, die er hat oder die sie haben, die einfach unglaublich sind. Die haben einfach kennen so viele Leute und sagen einfach, ja, da kenne ich den Direktor der Volkshochschulen, kann ich den Kontakt herstellen, zum Beispiel. Genau, riesiges Netzwerk, unternehmerisches Netzwerk, Schulnetzwerk, Patron-Netzwerk, Changemaker-Netzwerk und ich glaube, da werden wir auch Kontakte knüpfen können in Ja. Zukunft. Also alles, was wir brauchen, haben die schon an der Hand und sie reichen uns die Hand. Ist doch Ja, cool. war ein super Treffen, würde ich sagen. Helmut, Ja? haben wir uns heute noch was angeschaut? Ich weiß, was wir uns nicht angeschaut haben, Ja, Patrick. nämlich. Ein Office, wo wir heute eigentlich hätten pitchen sollten. Ja, wir hätten im 10. Bezirk pitchen sollen, wir haben uns da beworben gehabt und warum sind wir jetzt da doch nicht hingegangen heute? Also das ist ein Start-up-Place, wo die Fachhochschule, bei der ich studiert habe, Raum zur Verfügung stellt für ehemalige Studenten. Und da kann man pitchen, damit man dort gratis Raum zur Verfügung gestellt bekommt für das eigene Startup. Eigentlich cool. Hört sich gut an, aber wir waren dort und es war irgendwie so eine technische, kühle, fabrikshallenmäßige Atmosphäre und wir waren schon beeindruckt von der Möglichkeit, haben auch dann uns beworben und haben auch die Zusage bekommen zu pitchen, aber heute im letzten Moment hat auch der Johannes, wo wir heute waren, hat gemeint, wir würden so gut in das Impact Hub passen und da gibt es auch sogar gesponserten Arbeitsplatz und dort wollte ich eigentlich immer hin und dann war dieser Wunsch fürs Impact im Impact Hub zu sein viel größer Ja. als diese Möglichkeit dort zu pitchen Ja. und dann dort zu sitzen und es ist ziemlich entlegen und es war irgendwie nicht dieses Umfeld, wo ich mich gesehen habe oder uns Tja. gesehen habe. Und dann, was haben wir dann gemacht, um Gottes Willen? Was In haben wir dann letzter Sekunde abgesagt? abgesagt. Oh, das war eines der peinlichsten Dinge, die wir unserer Unternehmensgeschichte gemacht haben, würde ich sagen. Ja, war ein bisschen unangenehm, eine Sehr Stunde vor unangenehm. dem Pitch Ja. abzusagen. Aber gut, immerhin haben wir abgesagt, ist auch mutig, das zu tun. Ja. Und wurscht, es ist in der Vergangenheit, wir können es nicht mehr ändern. Es ist passiert, ich hoffe, wir treffen diese Menschen nie wieder und macht nichts. Okay. Okay, aber was war noch heute? Was war noch heute was ganz Spezielles? Weil, ich weiß nicht, ob ihr als Zuseher euch erinnern könnt dran, wir haben ja von der TU Arbeitsleistung bekommen, dass die uns einen Prototyp bauen für Pattern for Change. Und heute war der spannende Moment da, dass wir das aufdecken konnten. Was da rauskommen ist, ja. Genau, und wie war das? Naja, wir haben auf einen Link geklickt, der auf einem Server liegt, und dann ist das Pattern for Change Logo gekommen.
dahinter ist ein Bild gewesen, das ganz nett war, und ein Eingabefeld, und es gab die Möglichkeit, was zu suchen und sich anzumelden, und leider hat nichts funktioniert. Gar nichts. Gar nichts. Also wir wissen nicht, woran das jetzt liegt, aber die Seite, da hat nichts funktioniert. Nichts. Nada. Nichts von dem, was wir uns gewünscht haben. Überhaupt nichts hat funktioniert. Die Theorie, also meine Hypothese dazu ist, dass jetzt quasi nur das dort installiert wurde, aber und somit der Rahmen geschaffen wurde, aber eigentlich der Inhalt noch nicht installiert wurde. Nur der Rahmen. Ja. Und das ist, was wir gesehen haben, ist ein leerer Rahmen. Das heißt, es rennt weiter, wir müssen weiter schauen, dass wir Kontakt mit denen halten und sie fragen, was ist da überhaupt jetzt rausgekommen? Das werden die nächsten Schritte sein für Patch and for Change. Ja. Und wir wollen beim Social Impact Award mitmachen. Und es gibt zwei tolle Förderungen von der Wirtschaftsagentur Wien und von der FFG, mhm. Die beide extrem gut für Pattern for Change zu stimmen. Sehr passen. Die scheinen, als würden sie perfekt zu uns passen. Ja. Na, sehr gut. Das heißt, wir wissen, was die nächsten Schritte sind, und ich hoffe, ihr werdet uns begleiten auf diesen nächsten Schritten. Ja.